ist Silber, aber das, für mich ist es wie Gold. Also jetzt hier eine Medaille zu gewinnen, war einfach der Wahnsinn. Und nach der super Saison, was jetzt bisher auch schon war, ist es jetzt einfach das i-Tüpfelchen. Und ja, es kann kommen, was will, aber die Medaille, die bleibt mir jetzt einfach. Die Farbe ist egal. Das ist wirklich egal. Ich habe in fast jedem Interview gesagt, dass ich gerne Medaille mit heimnehmen würde und dass mein größtes Ziel ist hier und dass ich es jetzt wirklich dabei habe und auch jetzt im Hals hängen habe. Das ist Wahnsinn. Ich kann das noch gar nicht glauben und ich brauche noch ein bisschen Zeit, um das zu realisieren. Man muss sich immer hohe Ziele setzen und immer positiv denken, weil sonst kann es ja nichts werden. Und es war ganz witzig, weil wir mit Lift eben gesagt haben, ja, wir könnten uns heute das Podium mal wieder teilen. Das ist zum Spaß und jetzt im Endeffekt stehen wir wirklich beide oben und haben beide eine Medaille dabei. Das ist schon echt ein unglaubliches Gefühl. Ich dachte, das Deutsche Haus macht morgen schon zu, aber anlässlich der Eishockeyspieler, die morgen hier jetzt auch noch kommen, mega, dass es jetzt noch einen Tag länger offen hat, weil wir jetzt ja nie hier feiern konnten. Wir waren zwar öfters mal abends hier kurz zum Essen und haben die anderen Sportler gesehen, die hier schon ein bisschen feiern konnten. Ja, und jetzt sind wir selber davon ein Teil und ja, mega, jetzt können wir hier richtig Gas geben. Also alles, was wir jetzt die letzten Tage nicht machen konnten, müssen wir jetzt hier in die nächsten 2 Tage noch packen.